Hallo, ich bin Jakob und ich dachte, da wir derzeit sehr viel Zeit zur Verfügung haben, mache ich einmal eine kleine Office-Tour, das wozu wir normalerweise ja nicht so sehr kommen. Ich denke, ich fange auch mal direkt an mit dem Raum, in dem wir uns hier gerade befinden. Es klingt ein bisschen hallig, ich hoffe, das könnt ihr entschuldigen an dieser Stelle. Dieser Raum, in dem wir uns befinden, ist der Empfangsraum in unserem Büro. Also insgesamt nicht besonders geräumig, deswegen habe ich auch gerade den Empfangstresen einmal abgebaut, damit wir hier insgesamt ein bisschen mehr Platz haben. Ja, ich denke, wir werden uns einfach mal reinbegeben in das Allerheiligste. Und da fangen wir doch schon mal direkt mit dem Allerwichtigsten an. Dies hier ist mein Arbeitsplatz, also mein Schreibtischstuhl. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit, also ergonomisch sehr angenehm. Das Gute ist, wenn es dann doch mal zu unangenehm wird, dann wechsle ich einfach zur anderen Seite über, drehe mich und so weiter. Also dieser Schreibtischstuhl ist auf jeden Fall sehr viel angenehmer und bequemer zu nutzen als sehr viele andere Exemplare dieser Art. Hier befinden wir uns jetzt in der Cafeteria unseres Büros. Wir haben hier eine gemütliche kleine Sitzecke, wo man mit maximal 3 Personen, aber auf keinen Fall zu 10 oder mehr, herumsitzen kann. Wir haben hier sogar auch eine kleine Bibliothek, wo wir uns ein bisschen was für die Pausen gönnen können. Auch sehr wichtig ist es natürlich, zusätzlich zur Cafeteria dann auch eine kleine Küche zu haben, wo man dann für kleine Gespräche mit den Kollegen sich einmal zurückziehen kann, aber B, dann auch kleine Snacks sich zubereiten kann, hier im mitgebrachten Mikrowellenherd und kleinen Backofen. Und natürlich sehen wir hier reiche Vorräte, die für die nächste Zeit, denke ich mal, auch noch reichen sollten. This is where the magic happens. Also, nicht jedes Büro hat so etwas zu bieten, aber natürlich ist es so, man hat mal längere Arbeitstage und wenn man zwischendurch dann doch mal ein bisschen schlapp macht und zu viel gearbeitet hat, kann man sich bei uns immer schön zwischendurch mal hinlegen, eine Stunde die Augen zumachen und sich im Bett, ja, gemütlich machen. Ganz im Sinne eines gesunden Arbeitsklimas ist es natürlich auch, wenn man ab und zu mal raus kann und sich ein bisschen die Beine vertreten. Na, wir sehen hier unser umfangreiches Außengelände mit Blick auf die Straße. Insofern, wenn man zwischendurch einmal zum Beispiel Lust hat, auch mal im Freien zu arbeiten oder sich zwischendurch ein bisschen zu erholen, zu mehreren sich hinzusetzen, dann ist das hier auf jeden Fall möglich. Ja, in heutigen Zeiten natürlich auch besonders wichtig. Also hört man ja auch immer wieder, Hygiene ist ein wichtiges Thema und deswegen nehmen wir im Büro das natürlich auch sehr ernst und haben uns hier eine kleine Hygiene-Wohlfühloase geschaffen. Wir haben alles, was das Herz begehrt und sind mit allen Wassern gewaschen, wenn es zum Beispiel zu diesem Wasserhahn mit einem Becken darunter und Seife kommt. Wir haben eine Toilette und wir haben eine schöne Duschkabine. Man muss allerdings sagen, manchmal würde ich mir wünschen, dass wir noch ein bisschen regelmäßiger hier den Putzservice hätten. Also es ist hier vielleicht so alle 2 bis 2,5 Wochen mal so, dass hier tatsächlich geputzt wird. Ich bin noch ein bisschen unzufrieden damit, aber im Großen und Ganzen läuft es hier eigentlich alles wunderbar. Ja, soweit erstmal mit unserer kleinen Office-Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Es ist ja auch nicht so allzu häufig, dass man mal einen Blick hinter die Kulissen bekommt und sieht, wie und wo tatsächlich gearbeitet wird für Ostviertel MS. Aber ich denke, dies verschafft euch schon einen ganz guten Eindruck. Bis zum nächsten Mal.